herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg wieder zu uns gefunden haben, zu einer neuen Sendung Nachtvorlesung nachgefragt, unserer Informationssendung von Asklepios für Sie im Internet. Sie kennen unser Format hoffentlich schon. In jeder Sendung geht es bei uns um ein neues, um ein anderes medizinisches Thema. Und heute möchten wir Sie einmal umfassend informieren, was das Thema Epilepsie angeht. Ich begrüße äußerst fachkundigen Besuch bei mir im Studio. Herzlich willkommen an Professor Rudolf Töpper, den Chefarzt der Neurologie in der Asklepios Klinik Harburg. Schön, Tag, dass Sie Professor da sind. Siedemann. Herr Professor Töpper, was ist denn überhaupt ein epileptischer Anfall? Viele von uns haben da so ein gewisses Horrorszenario im Kopf von Menschen, die auf den Boden fallen, sich riesig schütteln. Das ist ja teilweise ein bisschen schwarz gemalt. Können Sie für uns mal erläutern, was bei einem epileptischen Anfall, mit dem wollen wir beginnen, überhaupt passiert? Also was tatsächlich richtig ist, ist, dass ein epileptischer Anfall für die meisten Menschen aus völlig heiterem Himmel kommt. Mhm. Es gibt ganz verschiedene Arten von epileptischen Anfällen. Es gibt Anfälle, da findet nur der Fachmann heraus, dass es sich da nicht um epileptischen Anfall handelt. Es gibt zum Beispiel Kinder, da nennt man das Absenzen, wo die 30 Sekunden lang durch einen durchstarren. Ein bisschen vielleicht nesteln und dann war es das schon. Mhm. Und es gibt natürlich die von Ihnen schon erwähnten dramatischen Anfälle, wo ein Mensch plötzlich anfängt, sich zu verkrampfen, wo er sich auf die Zunge beißt, wo er Stuhl unter sich lässt, wo er einnässt. Und das ist natürlich eine höchst dramatische Sache. Mhm. Inwiefern muss man unterscheiden zwischen einem womöglich einzelnen epileptischen Anfall und wirklich der Erkrankung Epilepsie? Denn da muss man ja, glaube ich, eine ganz klare Linie auch ziehen. Es ist so, dass wenn ein Mensch einmal einen epileptischen Anfall hatte, man noch nicht die Diagnose einer Epilepsie stellen darf. Mhm. Erst bei einem Menschen, der mehrfach epileptische Anfälle hat, ist es gerechtfertigt, die Diagnose Epilepsie zu stellen. Es ist generell so, dass jeder Mensch einen epileptischen Anfall bekommen kann. Mhm. Wenn man sein Gehirn nur entsprechend traktiert, entsprechende Faktoren sind zum Beispiel Schlafentzug, wenn man also mehrere Nächte nicht geschlafen hat, wenn man sehr viel Alkohol getrunken hat und dann plötzlich für sich entscheidet, mit dem Alkohol aufzuhören. Das sind alles Faktoren, die epileptische Anfälle auslösen können bei Gehirnen, die bislang völlig gesund und normal reagiert haben. Das ist ja auch hochinteressant. Das heißt, es ist nicht so, Epilepsie ist eine Krankheit, der eine hat sie, der andere nicht, sondern wie Sie eben sagten, bei bestimmten Risikofaktoren oder Malträtieren kann es wirklich jeden erwischen. Über die weiteren Hintergründe wollen wir später nochmal sprechen. Ich würde gern zu Anfang nochmal wissen, wie verbreitet ist Epilepsie denn überhaupt? Also Epilepsie ist weit verbreiteter, als man denkt. Man geht davon aus, dass im Laufe seines Lebens etwa 3-5% der Bevölkerung einen epileptischen Anfall erleiden, ohne dass sie, wie ich ja schon gesagt habe, damit schon eine Diagnose Epilepsie haben. Man hat immer das Bild eines Patienten mit Epilepsie, der irgendwo im Heim lebt und abgeschlossen von der Öffentlichkeit, so ein da vor sich hin vegetiert. Das ist ganz anders. Also ich betreue sehr, sehr viele Menschen mit epileptischen Anfällen, die ganz normalen Berufen nachgehen. Die sind Ärzte, Journalisten. Natürlich gibt es bestimmte Berufe, die sie nicht machen sollten. Sie sollten nicht Schornsteinfeger sein, sie sollten nicht Taxifahrer sein. Mhm. Aber die meisten Menschen mit Epilepsie stehen ganz normal im Berufsleben. Was können Sie uns noch zu den Ursachen dieser Erkrankung sagen, außer dem eben schon erwähnten Schlafentzug zum Beispiel, also Faktoren, wo man ja auch selber womöglich etwas dazu tun kann? Es gibt bei Epilepsien, die im Kindesalter beginnen, gibt es genetische Formen, die also vererbt sind. Das ist aber eher die Seltenheit. Viel häufiger sind Stoffwechselstörungen bei Kindern als Ursache von epileptischen Anfällen. Im Erwachsenenalter ist es dann so, dass epileptische Anfälle infolge von Schlaganfällen auftreten können. Mhm. Man kann sagen, all das, was eine Narbe im Gehirn macht, sei es ein Schlaganfall, sei es eine Hirnverletzung, eine Hirnquetschung nach einem Unfall, sei es ein Hirntumor, sei es eine abgelaufene Hirnhautentzündung, all das kann Ursache sein, um später eben epileptische Anfälle zu bekommen. Mhm. Sehr interessant fand ich eben den von Ihnen geschilderten Zusammenhang zwischen Epilepsie und dem Schlaganfall. Bedeutet das denn, dass viele ältere Menschen zum Beispiel auch, die vielleicht mal einen Schlaganfall erlitten haben, dementsprechend an Epilepsie auch leiden? Also spielt das Alter da auch eine große Rolle? Das Alter spielt eine Rolle. Auch der von Ihnen erwähnte Schlaganfall ist eine ganz häufige Ursache für epileptische Anfälle. Es sind Menschen, die irgendwann in ihrem Leben einen Schlaganfall erlitten haben und die dann
Monate, zum Teil auch Jahre später aufgrund der Narbe, die der Schlaganfall hinterlassen hat, eben dann epileptische Anfälle bekommen. Was immer wieder vergessen wird, ist, dass auch das Alter selber ein gewisser Risikofaktor ist. Also wir sehen, dass häufig eben auch bei alten Menschen jenseits der 70 Jahre, dass zum Beispiel aufgrund einer chronischen Durchblutungsstörung, der sogenannten Mikroangiopathie, aber auch im Verlauf einer Demenz epileptische Anfälle auftreten können. Mhm. Und die sind ganz selten so dramatisch wie eben geschildert, sondern das können dann Menschen sein, die halt einfach nicht mehr richtig reagieren, die im Heimleben bislang immer zum Essen gekommen sind und plötzlich nur noch apathisch im Bett sitzen. Mhm. Und da ist es dann tatsächlich immer wichtig, dass man als Arzt daran denkt, da könnte auch ein epileptischer Anfall dahinter stecken. Zur Thematik der Diagnostik wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Sie haben ja gesagt, dass viele Menschen, die vielleicht einen einmaligen, leichten epileptischen Anfall hatten, dass die gar nicht wissen, gar nicht Notiz davon bekommen, dass sie wirklich so etwas hatten. Aber wie können Sie die Erkrankung an sich diagnostizieren? Ganz entscheidend für die Diagnose ist, dass man den Menschen befragt und dass man insbesondere Menschen befragt, die das Ereignis beobachtet haben. Mhm. Was uns dann ferner hilft, ist das EEG, das sind die Hirnstromableitungen, das Elektroenzephalogramm. Bei Menschen mit Epilepsie finden sich in diesen EEG-Ableitungen spezifische Veränderungen, die uns als Neurologen dann die Diagnose Epilepsie leichter stellen lassen. Mhm. Ein ganz, ganz wichtiges Mittel ist eben auch die radiologische Diagnostik. Jeder Mensch, der einmal einen epileptischen Anfall hatte, sollte auf jeden Fall eine CT- oder Kernspintomographie erhalten, denn es kann ja mal auch zum Beispiel ein Hirntumor dahinter stecken. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das entsprechend abklärt. Wenn es entsprechend abgeklärt ist, wie geht es dann mit der Therapie weiter? Da muss man doch bestimmt dann wieder unterscheiden zwischen einer Akutbehandlung, also wie gehe ich vor, wenn ein Anfall da ist, und wie behandle ich konstant die Erkrankung und kann womöglich weitere Anfälle minimieren oder verhindern? Das ist völlig richtig. Die Akuttherapie dient ja dazu, den epileptischen Anfall zu beenden. Mhm. Nun ist es so, dass die allermeisten epileptischen Anfälle von sich auf aufhören. Aber es gibt natürlich schon Menschen, bei denen der Anfall über 5, 10, 15, 20 Minuten andauern. Und da kann es schon dazu kommen, dass das Gehirn Sauerstoffmangel versorgt ist. Und hier ist es wichtig, durch spezielle Medikamente, das sind solche Substanzen, Benzodiazepine nennen wir die, die wir spritzen können, eben den Anfall zu beenden. Davon abgesetzt ist eben dann die Anfallsverhinderung mit Medikamenten, die nennen wir Antiepileptika, also Medikamente gegen Epilepsie. Die helfen gut. Wichtig ist, dass die regelmäßig eingenommen werden. Also es hat wenig Sinn, jetzt 5 Tage die Medikamente zu nehmen und dann 5 Tage die wieder abzusetzen. Weil man denkt, es geht ja ohne. Es geht auch ohne. Der Erfolg einer antiepileptischen medikamentösen Behandlung kann man ja erst nach 1-2 Jahren eben feststellen, dass wenn der Mensch eben tatsächlich 1-2 Jahre keine Anfälle hatte. Es gibt eine immer größer werdende Anzahl von Medikamenten gegen Epilepsie. Das ist ein sehr unüberschaubarer Markt inzwischen geworden. Und hier bedarf es eben auch tatsächlich des fachkundigen Neurologen, der dann die Entscheidung trifft, welches Medikament ist für welchen Patienten das Richtige. Ich würde gerne noch einmal ein bisschen auf das zu sprechen kommen, was Sie in puncto Akutbehandlung eben sagten, als umstehende Person womöglich. Irgendwer ist hoffentlich dabei, wenn jemand einen epileptischen Anfall erleidet. Und da kann ich mir vorstellen, dass sich viele Menschen auch sehr überfordert, sehr hilflos fühlen. Nun haben Sie zum Beispiel eben gesagt, dass so ein Anfall in aller Regel von alleine aufhört. Heißt das, ich bin einfach dabei, ich unterstütze sozusagen durch meine Gegenwart? Oder gibt es doch Maßnahmen, wo wir jetzt vielleicht mal konkret sagen könnten, das sollte man tun? Also wenn man dabei ist und man sieht in der Stadt, dass jemand einen epileptischen Anfall erleidet, dann ist das allererste, dass man erstmal den Rettungswagen rufen soll. Man hat ja heutzutage ein Handy dabei, also Handy 112 wählen und sagen, hier hat jemand einen epileptischen Anfall. Und dann gucken, dass der Mensch sich bei dem Krampfanfall nicht verletzt. Denn es ist ja so, dass zum Teil der Mensch tatsächlich wild um sich schlägt und sich dabei zum Beispiel die Hand oder den Arm brechen kann. Was man auf keinen Fall machen kann oder sollte, was immer noch so ein bisschen in den Köpfen herumspukt, ist die Sache mit dem Gummikeil, also irgendetwas dem Menschen zwischen die Zähne zu schieben. Das hat man tatsächlich vor 40 Jahren gedacht, dass das sinnvoll ist. Das ist absolut nicht sinnvoll, weil man den Menschen dadurch verletzen kann. Man kann dem Patienten einen Zahn ausschlagen.
Und dann hat man nicht geholfen, sondern vielleicht später noch den Rechtsanwalt am Hals. Wie sieht es aus, abgesehen von dem Akutanfall, bei der dauerhaften Behandlung der Erkrankung? Sie haben gesagt, Antiepileptika nehmen. Bedeutet das, dass alleine durch Einnehmen, durch regelmäßiges Einnehmen dieser Medikamente, man eben ein möglichst anfallsfreies Leben führen kann? Oder ist es so einfach dann doch nicht, gehört vielleicht noch mehr dazu? Also es gehören auch ganz klare Empfehlungen zur Lebensführung dazu. Mhm. Was ich schon sagte, Schlafentzug ist schädlich bei Epilepsie. Das heißt, die Menschen mit Epilepsie sollten einen regelmäßigen Tag-Wach-Rhythmus führen. Sie sollten am besten auf Alkohol verzichten. Sie sollten gefährliche Tätigkeiten vermeiden. Also ich empfehle den Menschen nicht, zum Beispiel in offenen Gewässern zu schwimmen. Denn wenn in offenen Gewässern ein Anfall auftritt, dann kann das tatsächlich zum Ertrinken führen. Mhm. Das sind so die Regeln zur Lebensführung. Was die Medikamente angeht, es gibt schon Menschen, bei denen eine Substanz nicht ausreicht, sodass eben dann eine zweite, in einigen Fällen auch eine dritte Substanz dazugegeben werden muss. Und es gibt Menschen, bei denen die Medikamente nicht ausreichend wirken. Also ein ganz kleiner Teil von Patienten mit Epilepsie bedarf einer speziellen Behandlung, der sogenannten Epilepsiechirurgie. Mhm. Es gibt Menschen, wo eben die Anfälle von einem bestimmten Teil des Gehirns ausgelöst werden. Und diesen Menschen kann man helfen, indem dieses kleine Stückchen des Gehirns dann durch einen Neurochirurgen operativ entfernt wird. Das heißt, den entsprechenden Ratschlag zu einem chirurgischen Eingriff, der ja nicht allzu häufig erfolgt, den würden Sie dann auch geben. Das heißt, da kann man als Patient sich auch vertrauensvoll in Ihre Hände begeben und darauf vertrauen, dass Sie eben sagen, Medikamente sind in Ihrem Fall das Beste oder Medikamente plus X oder womöglich ein chirurgischer Eingriff. Ja, wie gesagt, das ist ein kleiner Prozentsatz. Bei diesen Patienten muss dann eine umfangreiche sogenannte prächirurgische Epilepsiediagnostik gemacht werden. Es sind dann viele EEG-Ableitungen, um eben genau zu gucken, welches Areal im Gehirn ist für den epileptischen Anfall verantwortlich. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn Sie jetzt einen Menschen haben, der einen Schlaganfall hatte, dann ist dieser Schlaganfall die Narbe. Und es hilft natürlich nichts, diese Narbe herauszuschneiden, weil wenn Sie wieder etwas herausschneiden, bleibt ja eine Narbe. Das heißt, für den, sagen wir es mal so, normalen Epilepsie-Patienten kommt diese Epilepsie-Chirurgie nicht in Frage. Also für den Großteil der Patienten ist wirklich die Therapie mit Antiepileptika der richtige Weg. Wie häufig müssen diese Tabletten genommen werden? Wie viele am Tag zum Beispiel, dass man sich so ein kleines Bild davon machen kann? Also die meisten Tabletten sind so, dass man sie morgens und abends einnehmen muss. Mhm. Und dann wirklich auf die Stunde genau. Ich erinnere mich an eine Patientin, die wir bei früheren Dreharbeiten mal zum Gespräch hatten. Und die hatte, wenn ich es richtig erinnere, eine Reise in eine andere Zeitzone unternommen und war dann durch die Zeitumstellung so verwirrt, dass die Einnahme irgendwie so verpasst wurde, dass sie dann tatsächlich einen Anfall hatte. Also es ist bei der Epilepsie jetzt nicht notwendig, dass man das tatsächlich auf die Stunde genau einnimmt. Aber es hilft natürlich vielen Patienten, wenn sie einen gewissen Rhythmus haben, wenn sie sagen, also immer genau nach dem Frühstück nehme ich meine Tablette. Mhm. Denn man kennt das ja von sich selber, wenn man mal zum Beispiel ein Antibiotikum nehmen muss, man das nicht gewohnt ist, wie leicht man doch mal eine Einnahme vergisst. Mhm. Und bei einer Epilepsiebehandlung kann tatsächlich mal ein oder zwei vergessene Tabletten tatsächlich dazu führen, dass man einen epileptischen Anfall bekommt. Aber wenn man da strikt ist und korrekt, kann man dann sagen, in puncto Therapieziel, dass ein mehr oder weniger uneingeschränktes Leben möglich ist mit voller Lebensqualität, sofern man eben bestimmte anfallsauslösende Momente vermeidet? Für die meisten Menschen ist tatsächlich ein Leben mit voller Lebensqualität, eben Tabletteneinnahme ist dann notwendig, aber möglich. Gibt es Nebenwirkungen, die Antiepileptika haben? Die Antiepileptika wirken im Gehirn und alle Medikamente, die im Gehirn wirken, können natürlich entsprechende Nebenwirkungen haben. Gerade in der Aufdosierungsphase, also in den ersten Wochen, kann es zu Schwindel und Übelkeit kommen. Es kann bei einigen Präparaten zu Konzentrationsstörungen kommen und es gibt immer wieder Menschen, die auch auf ein bestimmtes Präparat mit Verhaltensänderungen reagieren, die zum Beispiel depressiv werden oder sehr gereizt werden. Mhm. Und dann ist es immer notwendig, wenn solche Dinge auftreten, dass man dann auf ein anderes Präparat umsteigt. Also wenn ein Mensch
auf Präparat A mit Nebenwirkungen reagiert, heißt das nicht, dass er auch Präparat B nicht verträgt. Mhm. Das heißt, so ein engmaschiger, regelmäßiger Kontakt zum Arzt ist dann auch auf jeden Fall ratsam, dass man einfach ab und zu auch überprüft, stimmt die Medikation noch, geht es gut, gibt es Nebenwirkungen und so weiter. Das ist so wie beim Patienten mit einem Diabetes. Auch der sollte regelmäßig zum Diabetologen gehen. So empfehle ich natürlich meinen Patienten, regelmäßig auch in neurologischer Kontrolle zu bleiben. Und regelmäßig heißt, dass wenn das alles gut eingestellt ist, es ausreichend ist, einmal im Jahr eben zum Arzt zu gehen, dass man einmal im Jahr ein EEG schreibt, einmal im Jahr die Blutwerte kontrolliert, wenn alles gut funktioniert. Und dann hat man die Kontrolle und weiß, alles ist soweit in Ordnung, weiter so. Weiter so. Wunderbar, das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Töpper, dass Sie da waren. Dankeschön. Bitteschön. Liebe Zuschauer, ich freue mich auch, dass Sie natürlich mit dabei waren. Hoffe, dass Sie sehr, sehr gut informiert worden sind. Wenn Sie aber über vielleicht eine andere Erkrankung, über ein anderes medizinisches Thema noch mehr wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen an dieser Stelle wärmstens und mit reinem Gewissen einen Klick auf unsere Homepage, die lautet www.asklepios.com/Nachtvorlesungen, denn dort haben wir mittlerweile weit über 100 Folgen für Sie aufgezeichnet, schön nach Erkrankungen alphabetisch geordnet, das heißt, Sie können wirklich direkt sehen, ist mein medizinisches Thema, das mich interessiert, dabei, und dann werden wir Sie hoffentlich auch darüber umfassend informieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, gute Informationen und sage bis gleich bei der nächsten Sendung. Tschüss.